Hiermit bewerbe ich mich, wenn ich das schon lese. Weg damit! In den folgenden Minuten verrate ich euch die Do's and Don'ts für ein Anschreiben, das nicht langweilt, sondern überzeugt. Starten wir also mit dem Bitte-Ja, den Do's. Erstens, sorry, aber du wirst nicht drum herum kommen. Du musst jede Bewerbung auf die Stelle anpassen. Warum? Niemand will das Gefühl haben, die gleiche Bewerbung zu bekommen wie zig andere auch. Das ist wie mit abgetroschenen Anmachsprüchen. Man kennt sie, man merkt das, man will sie nicht. Also Infos sammeln. Welche Eigenschaften werden genau gesucht in der Stellenbeschreibung? Schreib sie raus. Versuche auch herauszufinden, wofür steht das Unternehmen? Was sind die Leitmotive? Oft findet ihr Infos darüber online. Auch eine gute Chance für euch, um nochmal zu überprüfen, ob das Unternehmen überhaupt zu euch passt. Und dann legst du los. Wir brauchen zuerst eine ganz klare Gliederung. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Wir brauchen es zudem knapp, präzise und vor allem auf die Stelle bezogen. Denn es gilt, der Personaler hat nicht ewig Zeit oder ewig Lust. Und schenkt euch bitte beim Schreiben den Konjunktiv. Ich könnte, ich würde, denn ihr könnt und ihr werdet. Und nun konkret. In der Einleitung schreibt ihr, warum ihr euch auf die Stelle bewirbt. Was ist eure Motivation? Und bitte keinen ersten Satz wie hiermit bewerbe ich mich, denn der ist ausgelutscht. Und außerdem ist ja klar, dass du dich bewirbst, sonst hätten sie deine Bewerbung nicht auf dem Tisch. Warum nicht? Ich möchte ihr Team verstärken, weil... Zweitens, Hauptteil. Den teilst du am besten in zwei Abschnitte. Abschnitt 1, deine Kompetenzen und Erfahrungen. Und zwar die, die zur Stelle passen. Welche sind das und wie hast du sie erworben? Gibt es Projekte oder andere Jobs, mit denen du sie belegen kannst? Was hast du dort gemacht oder gelernt? Wie bist du vorgegangen? War es ein Erfolg? Abschnitt 2. Wieso helfen dir genau diese Kompetenzen im Unternehmen? Schreib auf, wie du das Unternehmen gerne nach vorne bringen möchtest. Und zu guter Letzt, der Schlussteil. Wurde nach Gehalt oder möglichen Antrittsdatum gefragt? Dann schreib es auch rein. Das Gehalt bitte mit Bruttojahresangabe oder gerne als Bandbreite. Ansonsten, keep it simple. Schreibe nochmal, wie viel Lust du auf diesen Job hast und dass du dich freust, eingeladen zu werden. MFG mit freundlichen Grüßen und ab geht's. Und nun konkret. In der Einleitung schreibt ihr, warum ihr euch auf die Stelle bewirbt. Was ist eure